Willkommen zu GDA5. In der letzten Folge haben wir ja die Bank ausgespäht für das große Ding. Jetzt will ich mal sehen. Mr. Phillips, hope all is well, sir. Ob wir schon die Planung machen können. I don't want no drama. The intellectual thought. The ladies are being real nice to me, Trev. I wish a motherfucker would run up on me for wearing a hoodie. Ansonsten würde ich sagen, machen wir diese Randale-Mission noch. Ne? Keiner da. Okay. My garden again last night. Yo, what's up? That's what I'm saying. Fucking pigs hanging around my crib every day and shit. I don't even know what the fuck they looking for, but those motherfuckers better watch that shit. I have to go out there and light those motherfuckers up. Flix, wie kommen wir jetzt hier raus? Tomorrow's my weekly hornet's trip. Ach nee. Word. Keep your hands off me. What's we good? Should get robbed or stopped by, Trevor. Austerity. They gonna cut my pay because the banks are fucked? Shit. Damn, I need a drink. Hell yeah. Lass mal schauen. Gehen wir erstmal hier hin, holen uns eine Schutzweste. So. Holy shit! I could smell you before I could see you, dude! Und mein anderes Oberteil. I also sell a kit for filing off serial numbers. Good. I'll bet you'll be ready to use that the second you get out the door.
Dann wollen wir mal. Das letzte Mal hatten wir ja Militär. Mal sehen, was heute auf uns zukommt. Wenn man einmal abgelenkt ist, ne? I'd make a movie about his ass and call it Cunts in America. But that will be the post-ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh, wait. Oh, fuck! Oh, run, fuck! You little fuck! With you. Das heißt, das war die letzte. Und alle. Wo steht denn unsere Suppenschüssel rum? Ja. So. Dann gehen wir da mal hin.
one shot, Lacey! Trotzdem ein Stück. Okay. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy. Josh Bernstein. Yeah, I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. Hey, Stas. He was my best friend. Okay. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Wie geil ist das denn? Das machen wir auf jeden Fall. She's worth it, man. I love you. So, Verkaufsschilder weghauen. I love you. Lenny Avery. Kaufschilder von Lenny Avery. Werden die angezeigt? Ja, ist ja ein Wohngebiet. Da werden wir schon ein paar finden. Bei Michael war ja so ein Haus zu verkaufen, ne? Sind wir da gerade? Müssen wir die jetzt suchen, ne? Na gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Da zum Beispiel. Well, I'll be fucked. Oder ist es nicht? Die Frage ist, wie viele solche Schilder müssen wir jetzt finden, ne? Lenny Avery.
Hi. Frage ist, sind wir hier überhaupt richtig? Das ist eine Baustelle. Ich dich wieder ab, ich hab dich ja gar nicht erwischt. Aha. Ach ne, das ist nur ein Parkschild, ne? Das nicht. David Cho. Nee, da ist ja Lynn. Wäre halt schön gewesen, wenn sie auf der Karte angezeigt werden. Oder im Bereich, damit man ungefähr weiß, wo was suchen muss. Was schreist denn so rum? Sind die Akkus vom Dildo leer? Da stand aber kein Name drauf, ne? Oh, hey, Rainbow. What's the deal?
blöde Mission. Aha. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.